Sonne, Wind, Wasser. Die erneuerbaren Energien sollen ausgebaut werden. Vor Ort scheitern Projekte immer wieder. Allein seit vergangenem Jahr stimmten Bürger in Bayern 12-mal über lokale Energieprojekte ab. 2/3 der Vorhaben wurden abgelehnt. Frühschoppen im unterfränkischen Holstadt. Es ist Sonntag, heute entscheiden die Einwohner über 2 neue Windräder. Das Thema ist in der Gemeinde umstritten. Wir verlieren an Lebensqualität, weil sie sehr nah sind und sehr hoch sind. Und wir haben sie ja überall. Wir haben sie im Osten, wir haben sie im Norden, wir haben sie im Nordwesten. Und jetzt im Süden, da brauchen wir sie nicht auch noch. Ich gucke bei mir zum Süden aus und da sehe ich auf 50 Meter den Kirchturm. Den sehe ich eigentlich gar nicht bewusst, weil der war schon immer da. Der ist aber ruhig. Der bewegt sich nicht. Richtig. Ja. Also ich persönlich stehe dazu, dass die 2 Windräder mein Wohlbefinden nicht beeinflussen, mein persönliches. Und Windräder erzeugen Strom und Strom brauchen wir, oder? Ja. Holstadt liegt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Etwa 1200 Menschen sind wahlberechtigt. Die Stimmung angespannt. Der erste Bürgermeister will nicht mit uns sprechen, dafür der zweite. Er ist klar für die Windräder, auch des Geldes wegen. Wir haben jährlich Einnahmen in Höhe von so ungefähr schwanken zwischen 100 und 200.000 Euro. Mit den Einnahmen könnte man natürlich für uns viele Sachen realisieren. Die Gemeindekasse ist eh relativ knapp. Beispiel, wir wollen jetzt einen Kindergarten bauen mit mehreren Millionen. Ich weiß nicht, wie man den finanzieren soll im Moment. Gerlinde Philipp hat die Abstimmung vom Sonntag mit initiiert. Sie zeigt uns, warum sie die Windräder nicht will. Die Windräder kommen dahin, eines, dorthin eines und ein drittes auf die Gemarkung Rödelmeier. Das sind dann 3 Windräder. Genau in unserer Aussicht. Denn sagt Holstadt ja, käme von der Nachbargemeinde noch ein drittes Windrad hinzu. Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat insgesamt 24 Windenergieanlagen. Genug finden die Gegner. Heute stimmt der Ort ab. Wird das Windkraftprojekt gestoppt? Immer wieder organisieren Bürger Widerstand gegen Energieprojekte. Vor allem, wenn ihre Interessen nicht berücksichtigt werden, weiß Demokratieforscher Winkelmann. Der Nutzen ist sozusagen woanders als die Lasten. Also die Lasten trägt die Standortbevölkerung, während der Nutzen möglicherweise allen zugutekommt, möglicherweise aber auch einzelnen, sozusagen auch institutionellen Investoren. Laut Bundesgesetz soll erneuerbare Energie Vorrang haben, im Zweifel sogar auf Kosten der Natur. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. In der Praxis prallen die Interessen aufeinander, zum Beispiel am Lech bei Augsburg. Der Energieversorger Uniper will hier ein Wasserkraftwerk bauen. Grüne Energie für 5000 Haushalte. Bürger, die wir hier treffen, wären dafür. Wasserkraft an sich auf jeden Fall stärken und weiter ausbauen. Ja, weil es eine grüne Energie ist. Und ich meine, andere Projekte mit Wind und funktioniert ja nicht so, wie das immer gewünscht wird. Doch aus den Plänen könnte nichts werden. Denn der Lech soll renaturiert werden und wieder fließen wie früher. Bloß kein neuer Beton, das will auch der BUND, Bayerns größter Umweltverband. Wir haben klar die Alternativen Solar- und Windkraft. Wir brauchen nicht letzte Reste unserer bayerischen Flüsse verbauen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz bremst auch andere Projekte der Energiewende aus. Bei einzelnen Windenergieanlagen ist man auch dagegen. Das heißt also, es kommt durchaus vor, dass dieser Verband auch als Vetospieler auftritt. Noch ist nicht final über das Projekt entschieden. Fakt ist, Bayern will bis 2040 klimaneutral sein. Mit dem bisherigen Tempo wäre das nicht zu schaffen. In den vergangenen Jahren sank der CO2-Ausstoß von 95 auf 92 Millionen Tonnen jährlich. Bis 2030 sollen es etwa die Hälfte sein. Der Druck steigt, die Erneuerbaren schneller auszubauen. Auch um Emissionen im Verkehrssektor zu kompensieren. Das ermöglicht die am Montag vereinbarte Reform des Klimaschutzgesetzes. Buttenheim in Oberfranken. Ein anderes Beispiel. Hier hat Bürgermeister Michael Karmann die Bürger mehrheitlich hinter sich. 3 neue Windkraftanlagen sollen entstehen. Hier gab es keinen nennenswerten Widerstand. Wie hat er das geschafft?
Wir haben wirklich von Beginn an die Bevölkerung mit ins Boot genommen. Das kann ich jedermann empfehlen. Und wenn sich der Bürger, die Bürgerin ernst genommen fühlen, dann glaube ich, ist auch eine Plattform erreicht, auf der ich mich ordentlich austauschen kann. Der Bürgermeister stellte in Aussicht, Buttenheim könnte mit den Einnahmen den Grundschulanbau finanzieren. Außerdem wurde der Standort der Windräder so gewählt, dass jede Ortschaft mindestens einen Kilometer entfernt liegt und die Grundbesitzer des gesamten Areals an den Pachteinnahmen beteiligt werden. Das hat die Buttenheimer überzeugt. Sie stimmten mit 70% dafür. Für den Erfolg solcher Projekte scheint also vor allem eines wichtig. Wenn es in der eigenen Tasche klingelt sozusagen, dann nivellieren sich möglicherweise auch andere Probleme, die man im Vorfeld letztlich hatte. Also profitieren die Bürgerinnen und Bürger, wächst erfahrungsgemäß auch die Akzeptanz. Zurück im unterfränkischen Hollstatt. Es wird ausgezählt. Dem ersten Anschein nach überwiegen die Stimmen, die sich gegen zwei zusätzliche Windräder aussprechen. Am Ende aber dann 33 Stimmen Vorsprung für die Windkraftbefürworter. Die Energiewende in Bayern auf Messers Schneide.